erste AFL-Spiel der Saison findet für die Prague Black Panthers in einer recht ungewöhnlichen Location für ein Heimspiel statt. Und zwar hier im Trainingszentrum Ravelinstraße, das ja eigentlich den Raiffeisen Vikings als Trainingsstätte dient. Dabei haben heute beide Teams einen gewissen Vorteil, denn die Panthers konnten die Vikings natürlich letzte Woche schon beobachten, während die Vikings schon einen Sieg zu verbuchen haben. Und das gibt natürlich ein besonders positives Gefühl. Die Höhepunkte des Spiels, die seht ihr jetzt. Das Spiel beginnt erwartungsgemäß. Die Raiffeisen Vikings erzielen den ersten Touchdown durch Emmanuel Moody. Die Antwort der Prague Black Panthers kommt postwendend. Quarterback Newhall bedient Receiver Jantos. Zwischenstand 7:7. Schon gehen die Raiffeisen Vikings erneut in Führung. Kicker Kappel trifft zum 7:10. Und auch das letzte Wort in der ersten Halbzeit haben die Vikings. Erneut sorgt US-Import Moody für den Touchdown. Pausenstand 7:17. Leute, come on, Emmanuel. Direkt in die Endzone. Touchdown, Raiffeisen Vikings. Wir sind im zweiten Viertel. In der zweiten Halbzeit haben die Defensivreihen das Kommando. Für die Punkte sorgen die Raiffeisen Vikings. Zuerst trifft Kicker Kappel, ehe erneut US-Import Moody für den letzten Touchdown des Spiels sorgt. Endstand 7:27. Ihr werdet es nicht glauben, aber das heißt es, ja. Und der Meinung ist unterwegs. Bist du mutig? Er kommt in die Endzone. Während dem Tschechisch-Kurs hier auf der Raveline Touchdown Raiffeisen Vikings. Dankeschön. Im Café. In der Konditorei. Heute kann man beiden Teams zu einem wirklich starken Spiel gratulieren. Als Sieger gingen wiederum die Vikings hervor mit 27:7. I'm sorry you didn't win today, but I think you still played very well. How was the game from your point of view? Yeah, well, we did a lot of good things on O&D and special teams, but you know, what the big thing that we can take part of this is that we know exactly where we stand as a team. You know, this is our first time together in a highly competitive environment, and the most competitive environment, especially with a team like Vienna. So we know exactly what I'm really excited to see was that we were looking for effort and we got effort. And so that, you know, that's if we can get effort on all three phases of the game, then we've got a chance to move forward in the other departments. So yeah, I was happy with our effort. Congratulations, you won again. How was the game from your point of view? I thought we had some good moments and some bad moments, so I think we were a little bit inconsistent throughout the game. So we had some good drives and we got down the red zone. We had some penalties and some tackles for loss and stuff, so we got backed up. We didn't get into the end zone. But the defense played great today. You know, 7 points is always very good. And I think the Prague Panthers are going to be a very good football team this year. So, gratuliere, ihr habt schon wieder gewonnen. Super Spiel, meiner Meinung nach. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Wir haben viel Plays, wo wir aufbauen müssen. Wir haben viele Drops gehabt, die wir sonst eigentlich sind 100%ige Plays, die wir haben müssen. Und ich selbst persönlich bin nicht zufrieden mit der Leistung überhaupt. Zum Glück haben wir jetzt 2 Wochen, wo wir uns auf die Dragons konzentrieren können. Und jetzt am Dienstag gehen wir wieder zurück zu den Fundamentals und schauen, dass wir da wieder alles auf 100% kriegen. Womit bist du bezüglich dir selbst denn nicht zufrieden? Na, es kann immer besser gehen. Es gab ein paar Plays, wo Mental Fuck-Ups, Entschuldigung, dass ich es so sage, waren. Die dürfen nicht passieren und ja, wir müssen einfach recht. Right. Welcome to Vienna. Welcome to your first game. How was it for you? It was good. It was a little rusty, but it was fun to be back out there. You know, we played hard against a really good team. Mm. It was all around just a great day, great atmosphere, everything.
everyone here was a bit surprised that you were so strong. We thought you played really well. Was it a surprise for you guys as well? No, I like to consider myself strong, you know, fast, but you know, it's a team game. Not one guy's not going to make all the difference. So yeah, no, I meant the whole game the team. This is my first year here. Yeah. I haven't seen anybody from Austria play. Yeah. I haven't even seen Prague play in a game. But we played hard and hard for four quarters. We pushed these guys to the limit in the first half, and you know, we fell short. We've got to get better, but it was good to see that, you know, we played hard and played well against a really good team. Did you enjoy the game? It's a little different now that I'm not a coach to watch the games, but I think it was a good game. The Prague team is very much improved since last year, and I think they'll actually do really well in the league. Yeah. Were you as surprised as we are, I guess, today, seeing what the Panthers did? A little. Yeah. I was really shocked with the first quarter where it was really tight at the beginning. It's always a very physical game against Prague. They're big, strong. They kind of died out at the end. But I wish them the best of luck for the rest of the season. Die Panthers werden als nächstes auf die Giants treffen und die Vikings auf die Dragons. Wir werden auch dann wieder für euch berichten.